Schüler, die von der ADHS betroffen sind, zeigen auffällige Verhaltensweisen, die je nach Ausprägung der ADHS sehr unterschiedlich sein können. Die meisten ADHS-Kinder wären gerne so wie ihre Kameraden, genauso beliebt und anerkannt. Doch die ADHS macht es ihnen schwer, sich so zu verhalten, wie sie es gerne tun würden. Hinter der Fassade des Klassenclowns verbirgt sich daher nicht selten die Verzweiflung, anders zu sein und nichts daran ändern zu können. In der Grundschule habe ich es am meisten eigentlich mitgemerkt, weil ich einfach da vom Verhalten des Kindes gecheckt habe, was ist da jetzt bei mir sozusagen falsch, was läuft da falsch, wieso ist es so, warum ausgerechnet ist es bei mir so. Das war dann noch am Anfang in der Zeit vom Gymnasium. Auf jeden Fall waren immer meine Interessen anders. Im Vorschulalter war es dann immer, ich wollte immer mehr Action, ich wollte immer mehr Aufregung, ich wollte immer mehr und mehr, während die anderen schon immer sagen, na, nichts mehr, wir haben schon irgendwie genug. ADHS-Betroffene sind meist von ihrer motorischen Unruhe getrieben, stehen unerlaubt von ihrem Platz auf, weil sie es einfach nicht schaffen, ruhig auf dem Stuhl zu sitzen. Durch ihre eingeschränkte Fähigkeit, die Aufmerksamkeit über längere Zeit aufrechtzuerhalten, sind sie während des Unterrichts oft unkonzentriert. Ihre Reizoffenheit lenkt sie oft vom Unterricht ab. Eigene Gedanken, Geräusche und Bewegungen in der Umgebung ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Dadurch verpassen die ADHS-Betroffenen oft viele Details im Unterricht, was es ihnen erschwert, Gehörtes einzuordnen und abzuspeichern. Nicht zuletzt sind sie ständig damit beschäftigt, ihre Unruhe zu kontrollieren und gegen das eigene Chaos im Kopf und im Schulranzen anzukämpfen. Wenn ADHS-Betroffene korrigiert werden oder ihnen widersprochen wird, können sie oft schnell gekränkt sein, sich zurückziehen oder sehr wütend werden. Dann überschreiten sie rasch die Grenzen anderer. ADHSler haben einen ausgeprägten Sinn für Ungerechtigkeit. Und ihre einmal gefasste Meinung können sie sehr hartnäckig vertreten. Sie können auch sehr empfindsam und schnell kränkbar sein, dann aber auch wieder schnell fröhlich und ausgelassen. Wichtig ist den ADHS-Betroffenen vor allem das Verständnis der Mitmenschen, dass ihr impulsives Verhalten meist nicht böse gemeint ist, sondern Ausdruck ihrer Probleme ist, ihre Gefühle angemessen zu kontrollieren. Also jetzt gerade im Vergleich zu den früheren Lehrern und jetzt zu denen auf der Realschule, die ich jetzt hatte, war einfach der Unterschied ganz krass. Die auf dem Gymnasium, die haben halt gesagt, so hier, mach deine Sachen fertig, das ist fatal sozusagen für uns. Weil wir sagen uns so, ich habe keinen Druck dazu, mache ich es einfach nicht, interessiert die ja nicht. Letztendlich haben wir dann am Ende das Problem, wir können die Sachen nicht. Und das war jetzt dann zum Beispiel auch auf der Realschule komplett anders, da haben die Lehrer wirklich sich um einen gekümmert sozusagen. Gerade bei mir sind die Lehrer ein bisschen mehr darauf eingegangen, so ja komm ey, das und das ist dann halt, das kannst du nicht am Ende in der Arbeit. Kriegst du dann wieder eine schlechtere Note und das will man ja im Internet. Also gerade einfach diese Kommunikation mit den Lehrern, dass nicht einfach so die Lehrerbasis ist, ja, ist halt mein Lehrer, sondern auch so ein bisschen mit so als Freund rüberkommt. Ich glaube, ohne diese Lehrerin hätte ich zum einen nicht mein Abitur geschafft, ich hätte nicht die Motivation bzw. dafür aufbringen können, noch hätte ich es quasi mental mit dem Verhältnis meiner Klasse, die zu dem Zeit recht schwierig war, überhaupt geschafft. Durch ihr habe ich auch überhaupt gelernt, auf andere Menschen versuchen zu verstehen. Auch nicht immer aus meiner Perspektive, ich bin so wie der andere, zu denken, sondern der andere kann es auch anders interpretieren. Er kann es auch anders verstehen. Und mein Verhalten kann zwei verschiedene Reaktionen und nicht nur eine bestimmte Reaktion auslösen. Und ich glaube, wäre sie nicht gewesen, das war sozusagen für mich fast wie ein Glücksfall, dann wäre ich zum einen nicht die Person, die ich heute wäre, geschweige denn mit einem Studium, noch mit einem eigenständigen Lebensstil.